unendliche Liebe, Blau Fest. Ja, 2:1, vielleicht ein bisschen als Ergebnis schmeichelhaft für den Gegner. So ganz war das noch nicht, was man von der Mannschaft erwartet, oder sind wir schon dabei mal zufrieden? Ja, ich glaube, nach einem ersten Heimsieg muss man schon mal zufrieden sein, zumindest mal mit dem Ergebnis. Das war unser Wunsch. Wir wissen, dass noch viel Arbeit auf uns wartet. Wir haben sehr, sehr viele neue Spieler. Also wir haben phasenweise unsere Leistung gebraucht, was wir uns vorgestellt haben. Vor den ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde, waren wir richtig gut drin, haben ein Tor gemacht, haben am Drücker. Dann haben wir uns ein bisschen vom Gegner einschläfern lassen, von einem Spielstil. Ja, natürlich, das erste Spiel will jeder gewinnen und jeder ist top motiviert. Und ja, am Ende müssen wir, können wir schon zufrieden sein auch. Und da setzen wir jetzt an für die nächsten Spiele dann. Natürlich bin ich zufrieden mit dem Match. Wir haben gewonnen, 2:1. Es konnte natürlich höher ausgehen, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und nur das zählt. Uns dann nicht so richtig wieder vor das Tor kommen, da müssen wir schon ein bisschen angreifen. Und in der zweiten Halbzeit auch nach dem Tor haben wir dann nicht aufs dritte gegangen, was eigentlich schon sein sollte, wenn man ja letztes Jahr Meister wird, dass man gleich daheim vor allem, dass man aufs dritte geht. Da haben wir uns dann wieder ein bisschen zurückgezogen und das darf uns eigentlich nicht mehr passieren. Wir sollten dann nach vorne spielen und dann sieht man, wie es gefährlich halt gegen Dortmund wird. Und aus dem müssen wir lernen. Zum Glück ist da noch gut ausgegangen. Aber im nächsten Spiel müssen wir das schon verbessern. Und ich glaube, dass wir es aber trotzdem vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht haben. Im zweiten Halbzeit haben wir dann schon ein bisschen Probleme gekriegt und ist aber auch gut. Dann können wir noch weiter daran arbeiten, dass wir besser werden. Aber heute freuen wir uns schon, dass wir den ersten drei eingefahren haben. Neuer Coach, ein bisschen neues Spielsystem, ein bisschen anderes zumindest. Mannschaft gut reingefunden? Ja, ich denke schon, in der Vorbereitung haben wir, glaube ich, schon sehr gute Leistungen gezeigt. Das, was der Trainer wollte, sehr gut umgesetzt. Aber Meisterschaft ist immer was anderes, der Gegner wird besser, da geht es wieder um was. Wie gesagt, die ersten paar Minuten haben wir sehr gut umgesetzt, aber dann müssen wir schon ehrlich mit uns selber sein, dass das nicht ganz ein bisschen zu wenig war. Aber man kann sich verbessern, das ist immer das Gute. Und die nächsten Spiele haben wir die Chance dazu und da bin ich guter Dinge. Gleich mal mit einem Tor einen Einstand geschafft? Ja, also ich bin froh, dass mir das gelungen ist. Aber noch wichtiger sind mir immer die 3 Punkte. Und ja, auf den können wir aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass wir sehr hoch attackiert haben, sehr mutig waren und ich glaube, wir hätten es uns eine Spur leichter machen können, wenn wir früher das 3:0 machen oder in der ersten Halbzeit vielleicht schon das zweite Tor schießen. Aber es ist halt nicht immer so, wie man es sich wünscht. Und dann am Schluss haben wir dann ein bisschen zittern müssen. Gehört aber auch dazu zum Fußball und trotzdem haben wir es dann rübergebracht und dann, glaube ich, auch hochverdient 2:1 gewonnen. Und wichtig, erstes Spiel jetzt wieder vor Fankulisse versammelt da. Wieder schön für euch? Ja, natürlich. Es ist für jeden Fußballer ein schönes Gefühl, wenn man vor Fans spielt, die was eine richtige Stimmung machen wie unsere. Und da sind wir auch dankbar. Und ich glaube, die Fans sagen auch, dass sie wieder da sein dürfen. Und da ist ein Sieg umso schöner. Und ja, so soll es weitergehen. Wow, das war echt ein Traum. Wieder die Lautstärke. Sie haben wirklich 90 Minuten Gas gegeben. Und ja, so kann es weitergehen. Natürlich phänomenal. Wenn man wieder vor Zuschauern spielen darf, ist immer was Besonderes. Und heute die Fans im Rücken bringen natürlich eine gute Stimmung ein. Ja, unglaublich. Also es war ein richtig gutes Gefühl, einfach wieder mal die Stimmung zu hören. Und ich freue mich auch für die Fans, dass wir den Heimsieg gemeinsam da erreicht haben. Und es war von Anfang an eine super Stimmung. Und für viele Spieler ist das ja auch eine neue Situation, dass Stimmung ist, weil es ja auch von Vereinen kommen, wo nicht so Unterstützung da ist und von dem man was, glaube ich, schon ein runder Abend hat. Eine Frage speziell für dich, der Pool für dein Tor ist mittlerweile auf 200 angewachsen. Ja, ist eh gut. Also, vielleicht kommt ein bisschen was dazu, dass ich nur mehr Anspann habe, aber nein, es stimmt schon, ich sollte das langsam mal treffen heute. War zum Glück einmal eine Vorlage, das war schon mal der erste Schritt. Und die nächsten Spiele bin ich mir sicher, weil es mein Tor machen und dann werden wir das für einen guten Zweck einlösen. Besten Dank. Danke.